riesige 98. Eine riesige 98. Wir schauen mal. Sie ist schon, ja, Blech. Nee, das ist Dachpappe. Das ist Dachpappe. Was ist das hier? Das ist Erde. Ach, dein Ernst? Das war die 98. Ist noch was Größeres. Hier, Fresspot. Ja, ein Fresspot, wollte gerade sagen. Ah, gut, okay, das. Was haben wir hier dran? Oh, eine Triangel. Und ein. Das war's. Das war's. Mal gucken, ob das ein Signal ist. Das war die große 98. Ein Fresspott. Ja. Das sogar wer macht. CW 39. Okay. Das ist relativ grau von der Farbe her. Man kann sich auch ein bisschen geändert haben. Ups. Ach, guck mal der. CW 39. Na gut. Ich glaube, ich habe hier irgendwelche Buchstaben. Ja, das war mal ein P. Aber ich habe hier gerade das gefunden aus Messing. Das ist ein P, das ist hier unten schon abgebrochen. Okay, das Port wieder rein. Ob der Rest hier oder noch mehr rumliegt. Unterteil vom P. Na gut, dann habe ich es jetzt gerade mit dem Spaten zerlegt. Ja, sehr große Fläche. Liegt da der nächste Buchstabe? Garantiert liegt hier der nächste Buchstabe. Tiefer. Was ist das? Ach, du hast da bestimmt irgendwas für Stromkabel. Sieht mir so aus. 10, 16 Ampere, keine Ahnung. Ja, das ist irgendwas für Stromkabel. Alu. Das sind jetzt auch so reingeballert. Okay, ich doch noch ein Buchstabe. Na, mal gucken, ob noch was kommt. Gerade die Kamera ausgemacht vor 5 Sekunden, ne? Und hier scheint der nächste Buchstabe zu kommen. Also vermute ich. Weil 2 macht ja irgendwie so keinen Sinn, oder? Oder einfach nur Alu. Einfach nur Alu. Und Eisen. Sehr schön. Okay. Ist mir liegen, weil ich hatte hier. Ach, ein Signal. Wo ist jetzt her? Da. Da ist ein Buchstabe. Ein B und noch ein P. Nee, noch ein P. Ein P. P. A, P, P. Ach komm. Ah gut, okay. Dann hinter mir, weiter geht's. Nächste große Ding, da ist doch schon, oder?
Na, sag mal, das war doch so ein Riesensignal. Willst du mal nicht so raushebeln, weil ich Angst habe, den Buchstaben kaputt zu machen? Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Das war aber einfach nur, das war eins. So ein Stück von dem Buchstaben. Ach, ist mir jetzt auch egal. Weiß wahrscheinlich schon sowieso keiner, was das jemand gewesen ist. Keine Ahnung, was das war. Alles Messing. Muss ich mal auf ein E tippen. Ich kaufe ein E, wie Emil. Ja, das war garantiert ein E. Mein Gott. Was soll das gewesen sein? Buchstabensuppe? Meine Fresse. Krieg jetzt schon rein. Ne. Bitte doch nicht. Ist das, was ihr hier schon mit draußen habt? Was? Hier ist es. Hier ist es. Was geht da lang? Ein R. Wozu waren die? Die hatten keine Halterung, irgendwo dran zu machen? Keine Ahnung. Wozu die ganzen Buchstaben? Ah, auch kaputt gebrochen. Ja, die sind einfach hinüber. Das geht so schnell hier. Das ist einfach leider zu lange. Zu lange hier drin. Meine Fresse. Da, ein H. Ich kaufe ein H. Und noch ein Buchstaben. Was war das, eine 1? Soll das eine 1 gewesen sein? Oder ein M? Das ist bestimmt der Rest davon. Ja. Ein N wie Nordpol. Schade, dass die alle so hinüber sind. Naja, ich melde mich, wenn ich hier fertig bin. Oh nee, Alter, das gibt's doch nicht. Wirklich, das brauchst du nur anpusten. Ich habe jetzt keine weiteren Dings mehr gefunden. Keine Buchstaben oder Zahlen. Ich denke mal, das sind die 9. Ein B. 0 oder O. Das war ein P, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, irgendwie abgebrochen. Ja, so rum, genau. Irgendwie, das war ein P. Das war wohl auch ein P. Noch ein P. Oder ein kleines B, keine Ahnung. Das war das N. Noch ein. Nee, das war das R. Ja. E. Ja, war das. Eine 4. Das ist auf jeden Fall eine 4. Oder ein kleines H. Keine Ahnung. Das war das N. Und hier sind noch diverse. Diverse. Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt in die Kommentare. Keine Ahnung, wofür die genommen wurden. Oder die waren auf jeden Fall nirgendwo dran. Vielleicht waren die auch einfach zum Lackieren. Dass man die hingelegt hat, dann übergesprüht hat, dass man dann die Schattierung hatte. Keine Ahnung. Naja. Das ist noch ein 95, aber mein Spaten liegt jetzt da drüben mit den ganzen Buchstaben, 10 Meter weg. Ich versuch's mal so. Das hätte ja auch mal ein Kopfschloss sein können. Aber nein. 96 klingt eigentlich sehr gut. Oh, es knirscht. Uiuiui. Es knirscht. Das ist Glas. Das ist scheiße. Vorsicht. Aber das Signal war mega. Und es ist ein Pac-Man. Ein Pac-Man. So, ich habe ein Schminkdöschen. Und es ist relativ schwer. Ich mache es mal live auf, weil es ist eh unedel. Vielleicht ist ja irgendwas
irgendwas drin außer Make-up. Es kann natürlich einfach nur Make-up sein, was vollgelaufen ist, also vollgesogen. Aber ich hatte ja schon mal ein Make-up-Döschen, das war deutlich schwerer. Das habe ich nicht live aufgemacht und es waren 5 Reichsmark drin, kaiserlich. Das hat mich sehr geärgert, dass ich das nicht live hatte. Diesmal machen wir das live. Ja, jetzt und nix. Das ist leer. Schade. Ein schönes Döschen. Hier war der Spiegel. Erstmal ein bisschen. Ja, es riecht auch noch ein bisschen nach Make-up. Nach Puder. Okay. Und die nächste wieder. Dann die nächste wieder.